auch merkwürdig aus. Da kümmern wir uns jetzt erstmal nicht drum. Wir wollen. Achso, habe ich. Nee, habe ich nicht. Egal. Wir wollten jetzt hier den Turm erstmal anschließen. Und da muss ich jetzt erstmal schauen, wie wir das machen. Denke, wir werden da erstmal so hingehen und das so probieren. Und dann einfach mal schauen, wie das Ganze wirkt. Müssen wir hier ein bisschen mehr Platz haben. So. Eins, dann hier zwei und hier drei. So, einfach nur mal um zu schauen, wie die Proportionen so sind. Ich mache uns hier vielleicht mal noch ein bisschen mehr Platz. Wir brauchen den Platz eh noch. Ups, was mache ich? Tja, das passiert, wenn die Maus nicht mitmacht. So. Dann. Schauen wir mal, das. Ja, das passt jetzt mit dem hier nicht zusammen. Müssen wir noch mal wegmachen. Dann machen wir das mal so. Das passt dann schon besser. So, schauen wir mal, wie das wirkt. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Turm ist, glaube ich, ein bisschen zu klein. Wir müssen das ein bisschen größer machen. Schauen wir mal, was passiert, wenn wir das einfach. Quatsch. Oder doch, doch. Wir machen einfach so. Den Kreis hier mal vollständig abschließen. So.
Das wären dann hier nochmal 2. Dann hier 2. 1, 1. 2, 2. 2, 1. 1. So. Ich würde sagen, wir probieren das einfach mal. Ich ziehe jetzt einfach mal die Front von dem Turm einfach ein Stück nach oben, dass wir das ein bisschen besser beurteilen können. Ja, das machen wir auch noch. Ich würde das gerne mal von hier hinten anschauen. Da sollten wir noch einen Grasblock hinmachen. Ja, ich brauche irgendwie so ein kleines Gefühl für die Proportionen von dem Ganzen, um das vernünftig beurteilen zu können. Inwieweit man das so bauen kann oder nicht. Und die Proportionen, die kriegt man, glaube ich, ganz gut mit, wenn man das mal aus größerer Entfernung anschaut. Das soll ja vor allem auch aus der Entfernung gut aussehen. Aber ich glaube, das ist in Ordnung mit dieser Größe. Ich glaube, das kann man so machen. Jetzt wird es dunkel, okay. Oh. Das ist nicht ganz so einfach. Irgendwie gefällt mir die Front da noch nicht so ganz. Das ist nicht einfach. Ui, jetzt wird es langsam hier ziemlich hoch und tödlich. Ich glaube, ich springe hier lieber ins Wasser. So. Aber ich glaube, mir ist da gerade eine Idee gekommen, wie wir unser Problem dann hier gleich lösen können. Das dürfte eigentlich ganz gut funktionieren. Müssen wir gleich mal ausprobieren. Wir müssen auf jeden Fall nochmal einen Teil davon wegmachen. Aber ja, keine Sorge, das ist nicht viel, was wir da wegmachen müssen.
ist nur das bisschen hier. Und das hier. So, und dann schauen wir mal, wenn ich das jetzt hier so nach oben mache. Und das hier auch. Ach, das wirkt ein bisschen spitz irgendwie, oder? Das wirkt nicht gut. Ups. Ja, so mache ich meine Spitzhacke kaputt. Ich mache das Ding hier nochmal weg hier auf dieser Seite. Und wir machen den noch ein Stück größer. Eigentlich passt es ja von der Größe, aber mit dieser Größe bekommen wir einfach nicht das ganze Ding so hin, wie ich es gerne hätte. Deshalb müssen wir das hier eben nochmal wegmachen. Aber ja, das passiert halt mal, wenn man diese ganze Geschichte hier ja, einfach mal so ein bisschen anders angeht. So. Ja, normalerweise mache ich mir mehr Gedanken darüber, wie die ganze Geschichte aussehen soll. Nur ich dachte dieses Mal, ja, man könnte vielleicht auch alles mal live bauen, so wie es tatsächlich ist. Ohne dass ich mir da wirklich die Welt vorher zusammenbaue, sozusagen, wie ich es mir vorstelle. Und ja, dann dauert das eben mal ein bisschen länger. Ist aber, denke ich, auch ganz interessant, mal zu sehen, wie ich diese Sachen hier dann konzipiere. Also, ja, das klappt alles nicht auf Anhieb so, wie ich es gerne hätte. Das wäre auch ein bisschen langweilig. Ich muss jetzt hier aber mal ein bisschen Erde wegmachen, dass wir das auch vernünftig sehen können. Geht ja so relativ schnell. Und keine Sorge, ich werde das hier nicht alles abtragen. Nur die Türme, die sollten nach Möglichkeit ein gerades Fundament haben, das nicht irgendwie zwischendrin irgendwie Erhöhungen oder sowas hat. Passt nicht. Das ist der richtige Winkel. So, eine Reihe müssen wir noch wegmachen hier. Sollte aber nicht so problematisch sein. Gesehen habt, geht es ja relativ flott. So. Ja, wunderbar. Und dann haben wir hier vier, zwei, eins, eins. Zwei,
wir... Ups. Zwei... 1-1. Habe ich jetzt mich irgendwo verbaut? 2 mal das hier. Ach so, ja, natürlich, klar. Ja. Lasst mich mal überlegen. Wie fixen wir das? Die Größe stimmt auf jeden Fall. Ich hätte das gerne auf dieser Größe. Nur das passt nicht. Ja, das ist auch kein Wunder. Das hier ist natürlich außer der Reihe. Das gehört anders. Ja. Ach Mann. Wenn wir schon die Art ändern, wie das Ding aufgebaut ist, dann sollten wir das auch konsequent durchziehen. Das gehört mit dazu. So. Jetzt lasst mich mal schauen, das ist richtig. Der Rest ist falsch. Wir haben es gleich, keine Sorge. Achso, ich mache das lieber einzeln, so. Schon wieder falsch. Mann. Ja. Boah, Konzentration. Mann, Mann, Mann. Jawohl, das passt. Sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, ziehen wir mal die Wand hoch. So. Sehr schön, dann...